Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute ist es endlich soweit, das große Apple iPhone-Event für dieses Jahr steht vor der Tür und es wird wieder Zeit für unser alljährliches Glaskugelraten. Ich blicke einmal hinein und versuche herauszufinden, was Apple gleich vorstellen wird. Gleich bedeutet heute Abend 19 Uhr deutscher Zeit und es wird auch wieder einen Livestream von Apple selber geben. Den kann man sich problemlos auf allen möglichen Apple-Geräten reinziehen. Auf dem Apple TV gibt es bereits schon eine App dafür, auf dem iPhone, am Tablet, im Safari-Browser. Aber auch wer das zum Beispiel auf dem Chrome-Browser auf einem Windows-Gerät gucken will, nicht verzagen. Es wird zum Eventstart bestimmt wieder jede Menge Links zu diesem Stream geben, die man dann auch, was weiß ich, im Browser, im VLC-Player oder so abspielen kann. Also jeder kann live dabei sein und seid gewarnt. Auch ich werde auf Twitter rauf und runter zum Event live kommentieren und twittern. Ich werde sogar wahrscheinlich auch für Spahini da live twittern. Das weiß ich noch nicht. Wenn die mir die Zugangsdaten geben, haue ich da bestimmt auch was raus. Und ansonsten freue ich mich. Und ich will jetzt einfach mal ganz kurz raten, was könnte gleich Apple vorstellen? Natürlich, es ist September, das alljährliche iPhone-Event. Machen wir uns nichts vor, neue iPhones werden vorgestellt. Und keiner, wirklich keiner in der Branche versteht es so gut, nach wie vor so viel Gerüchte zu streuen oder nicht greifbar zu sein. Ja, ich weiß, wir haben seit Wochen und Monaten gibt es so viele Sachen, aber richtig konkret weiß es keiner. Das mache ich nämlich an einer Sache fest. Auf der IFA habe ich sämtliche Technik-Nasenbären gefragt, nicht alle, aber wirklich viele. Du, hör mal, drei kleine Fragen. Was meinst du? A, wie viele neue iPhones bringt Apple dieses Jahr raus? Wie werden sie genannt? Und ab wann sind sie verfügbar? Und glaubt mir, kein Technik-Nasenbär hat eigentlich genau das Gleiche gesagt, was ein anderer. Also von diesen ganzen, die sich in dieser Branche auch richtig auskennen, gab es verschiedene Aussagen. Wir wissen, es gibt neue iPhones. Ich habe Anfang des Jahres oder auch die ganze Zeit gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn Apple einfach ein iPhone 7S, ein 7S Plus rausbringt und das war's. Einfach wieder ein Update, neue Fusion Core CPU reingebaut, ein bisschen mehr RAM, ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen an der Fotoqualität geschraubt, vielleicht Siri ein paar neue Tricks beigebracht, ein bisschen auf Health gesetzt, also Fitness oder Gesundheit und dann war es das. Und Apple wird trotzdem die Dinger verkaufen wie blöde und auch wenn sie da noch ein bisschen am Preis noch was draufpacken. Keine Frage. Jedoch wird ja gesagt, Apple bringt zum 10-jährigen Jubiläum was raus. Und da denken sich auch viele, wieso denn jetzt eigentlich 10-jähriges Jubiläum? Lasst uns mal kurz nachzählen. Wir hatten das allererste iPhone, von einigen auch iPhone 2G genannt, weil das konnte noch kein 3G. Dann hatten wir das 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S und jetzt das 7er. Bedeutet, wir haben eigentlich schon 10 verschiedene iPhones auf dem Markt. Das heißt, jetzt wird eigentlich das 11. iPhone oder die 11. iPhone-Generation vorgestellt. Wenn man aber so wie mit Geburtstagen zählt, ne, dann ist ja das erste iPhone 0, Geburt, und dann haben wir das 3G, ist dann das erste. Das wäre jetzt zum 10-jährigen Geburtstag und deswegen gibt es auch die Gerüchte, dass jetzt das iPhone 10 rauskommt oder dass vielleicht auch das iPhone X bezeichnet wird. Da gibt es dann Spekulationen, dass es ein Gerät sein könnte mit OLED-Display. Bisher hatte ja Apple einmal auf IPS gesetzt. Dass das auch ein neues Design hat. Da gibt es immer diese Fotos, wo hier oben nur noch die Kameras sind und links und rechts ist immer noch Display. Also so fast wie ein V, dass da oben links und rechts noch was ist. Frage ich mich auch, warum eigentlich? Weil der Platz wird ein bisschen eng, wenn man da noch die Uhrzeit anzeigen möchte, die Empfangsbalken fürs Mobilfunknetz, den Akkustand und ob man zum Beispiel Bluetooth eingeschaltet hat oder ob GPS gerade genutzt wird oder ob ein Wecker gestellt ist. Da wird es dann da oben so langsam ein bisschen knapp, was vom Platz her. Aber ich lasse mich überraschen. Ansonsten können die beiden Ecken halt für die Statusbar nutzen. Dann bleibt das auch beim Video, denke ich, einfach mal komplett dunkel, das anzupassen. Naja, so, jetzt haben wir aber die Frage, wie viele neue iPhones gibt es? Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, es werden 3. 2 normale, meiner Meinung nach, ob die jetzt iPhone 8 oder 7S heißen. Ich glaube schon, dass Apple die Dinger iPhone 8 nennen wird, aus dem einfachen Grund. Bisher konnte man sich all die Jahre im Vergleich zur Konkurrenz ein bisschen zurücklehnen, weil die von den Seriennummern oder von den Nummern ein bisschen hinterher waren. Ne? Die haben dann auch hier und da ein paar Geräte, ein paar Nummern übersprungen, egal wer es da draußen war. Und jetzt gibt es bei den anderen eigentlich schon, naja, Huawei ist beim P9 schon in der 9er, Samsung ist jetzt beim S8 in der 8er. Wenn Apple dann ein Gerät rausbringt, was noch eine 7 im Namen hat, könnte der ein oder andere vielleicht denken, ach, das ist ja veraltet oder sowas. Deswegen halte ich es für möglich, dass die neuen iPhones 8 heißen. Und dass es 2 normale gibt und dann das Super iPhone, wo es ja so, was schwer herzustellen ist. Da gibt es jetzt die Zahlen, 10.000 Stück sollen am Tag produziert werden. Das ist nicht wirklich viel. Als jemand, der auch schon mal vor Ort in so einer Smartphone-Produktionsstätte war,
Das klingt viel, 10.000 Stück am Tag, aber bei diesen Absatzzahlen, gerade wenn man sich Verkaufsmillionen von Dingern verkaufen, die ja, ne, kann man ja mal hochrechnen, wie lange man braucht, um diese Dinger rauszubringen. Was das neue iPhone dann können wird, wie ich eben gesagt habe, es wird schneller sein, es wird bessere Fotos machen, bessere Videos machen, kennen wir alles. Wenn es dann ein Flagship gibt mit OLED-Display, ne, dann wird das das knackigste Display sein ever, wird das beste Display sein. Ich glaube auch, dass Apple endlich drahtloses Laden einbauen wird. Jedoch, was sie nicht machen werden, ist es kompatibel machen mit den ganzen Ladestandards, die es da draußen schon gibt. Qi-Laden und was es da nicht gibt. Ich glaube, die Erfinder von 30-Pin und Lightning-Anschlüssen werden auch einen Weg finden, beim drahtlosen Laden wieder ihr eigenes Süppchen zu kochen. Wobei ich Apple dann wieder zutraue, es wird nicht lange dauern, zumindest wieder in den USA, bis, ich sag mal, McDonald's, Starbucks, die ganzen Filialen auch Ladeplätze für dann die neuen iPhones unterstützen. Ich fände es begrüßenswert, wenn sie ansonsten den Kopfhörereingang zurückbringen. Glaube ich aber nicht. Die AirPods sind viel, viel, viel zu erfolgreich. Und an das Dongle-Leben und Adapter-Leben mit den Dingern hat man sich doch ein bisschen gewöhnt. Ich hoffe nur, der Preis von dem 9-Euro-Klinkenadapter auf Lightning bleibt gleich. Ich fände es natürlich nett, wenn sie es auf USB Type-C umrüsten, dass die Dinger dann auch endlich problemlos kompatibel ein Netzteil für alles oder ein Kabel für alles auch mit den MacBooks zur Verfügung steht. Glaube ich persönlich nicht dran. Dass sie was mit dem Fingerabdrucksensor machen, bestimmt. Ob sie ihn hinten in den Apfel integrieren, was ich sehr witzig fände. So, aber, oder unters Display, was ich richtig cool fände. Egal, was Apple bringt, sie werden bestimmt, das muss man ja Apple dann doch lassen. Egal, auch wenn sie nicht vielleicht die Ersten sind. Aber sie schaffen es dann, eine neue Technologie so hinzubekommen, dass es für die Marktreife reicht. Dass es für den normalen Konsumenten nutzbar ist. Das ist, wie jetzt aus der geleakten iOS 11 Gold Beta da auch sehen, dass es Facial, also Gesichtserkennung gibt. Ja, aber auch da, man kennt es ja von anderen Herstellern. Und es wird auch bei Apple nicht lange genug dauern. Da kommt der CCC, der Chaos Computer Club, hin und findet dann, druckt ein Facebook-Bild von jemandem aus und ist in der Lage, dann mit dem Ausdruck das auszuhebeln. Glaube ich auch alles dran. So, also das alles zum iPhone. Ich persönlich sage jetzt einfach, ja, es gibt diese drei Versionen. Zwei normale, die iPhone 8 heißen, und dann das neue, was X heißt. Wobei ich es auch okay fände, wenn sie nur iPhone 7S die Dinger nennen und das neue iPhone dann, da muss eine andere Bezeichnung her. Und vor allem, wann werden die Geräte verfügbar sein, ist die große Frage. Ich glaube, heute wird's, am 12. wird es vorgestellt, am 15. kommt es, kann man es, 12. vorgestellt, 15. am Freitag diese Woche vorbestellt. Und am nächste Woche, am 22. wird es ausgeliefert, zumindest für die Vorbesteller. Und ich glaube auch schon, es werden alle drei Versionen verfügbar sein werden. Das ist jetzt aber viel zu langes Glaskugelraten. Ich wollte es eigentlich nur kurz und knackig machen. Dann gibt es die neuen Apple Watches. Ich habe jetzt gerade leider keine am Arm und die andere liegt da hinten, weil ich sie gerade mal wieder nicht nutze. Ich hätte auch gedacht, Moment, Apple hat doch gerade erst Apple Watches vorgestellt. Hätte mich einer gefragt, hätte ich gesagt, Anfang diesen Jahres. Pustekuchen. September letzten Jahres, 2016, haben sie die Serie 1 und Serie 2 vorgestellt. Serie 0 war im April 2015 dann. Also könnte kommen. Ob sie dann es wieder schneller machen oder ob sie jetzt eine Version mit LTE bringen, ja, kann ich mir vorstellen. Aber es wird wahrscheinlich nicht für eine SIM-Karte reichen, dafür ist kein Platz drin, sondern wahrscheinlich Apples eSIM-Lösung. Und da ist dann auch die Frage, ob, ich meine, ich kann die Apple Watch ja eigentlich so richtig nur gekoppelt mit einem iPhone nutzen. Oder, natürlich, ich kann Musik drauf machen, ich kann dann da auch so mit rumlaufen und meine Strecke mit GPS aufzeichnen, wenn ich die Serie 2 habe. Aber völlig losgelöst, ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen. Apple geht ja wirklich in diese Sportschiene. Und man muss Apple ja doch sagen, ich sehe immer mehr Apple Watches und von diesen ganzen Wearable-Herstellern. Ich nehme jetzt hier so 17 Euro Xiaomi-Bänder mal raus, sondern halt wirklich von Smartwatches, die ein paar hundert Euro kosten. Da sind Apple die einzigen, die es wirklich in der breiten Masse jetzt geschafft haben. Und ich glaube schon, dass die inzwischen damit auch Kohle machen. Die rücken ja auch keine Zahlen raus. Die haben irgendwann mal mit geprahlt, so die Kombination aus Beats-Kopfhörern, AirPods und Apple Watches wäre eine eigene Fortune 500 Company vom Umsatzwert. Ich glaube, wenn man dann nachguckt, ist die kleinste Fortune 500 Company, also ne, diese großen Ami-Unternehmen, beim Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar, dann kann man das mal rumrechnen. Aber ich sag, wenn man die Beats-Kopfhörer damit reinrechnet, die ja so an sich schon ein Riesenmarkt sind, naja, nette Zahl. Vielleicht veröffentlicht Apple heute Zahlen ja endlich mal Apple Watch-Zahlen. Ansonsten werden sie sehr viel wieder auf Fitness setzen. Dass Siri ein paar Tricks lernt, dass wir was zu den HomePods sehen, Siri-Integration zu Hause, glaube ich persönlich wiederum nicht. Der HomePod kommt ja sowieso erst im Dezember
nur in den USA erstmal raus. Das heißt, Siri zu Hause als Lautsprecher, so wie wir es von Google Home oder von Amazons Echo Lautsprechern kennen, das berührt uns erst nächstes Jahr. Auch glaube ich nicht, dass wir irgendwas zu den Macs sehen. iMac Pro wurde ja angeteasert auf dem WWDC. Da haben die aber gar keine Zeit für, auch für neue Macs oder sowas. Nein, 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 das kommt nicht. Auch die Mac Pros, erst auf dem Event nächstes Jahr. Dazu kommt nichts. Ich kann mir vorstellen, jetzt wo die iPod Nanos und iPod Classics eingestellt wurden, ja, wir sehen noch mal ein iPod Touch. Ich glaube, das müsste dann entweder die 8. oder 9. Generation schon sein, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall ein iPod Touch werden sie noch rausbringen. Ich glaube, Apple wird nach wie vor einen iPod rausbringen, glaube ich jetzt einfach. Und dann bleibt noch ein letztes Hardware-Produkt, und zwar der Apple TV. Wird kommen. Das ist so sicher, dass jetzt endlich, ich hatte doch gerade noch eine Requisite bereitgelegt, und zwar die Apple Fernbedienung, natürlich diese Vorbereitung hier wieder. Also, ein Apple TV in der 4. mit 4K wird kommen. Ob das Ding dann auch HDR kann, mal gucken. Ob das Ding dann auch 60 Frames unterstützt, mal gucken. Ob Apple dann, natürlich werden die irgendwelche iTunes-Deals mit den Herstellern, mit den großen Studios geschlossen haben, dass die dann auch 4K-Filme anbieten können. Ja. Dass dann vielleicht Netflix auch auf dem Apple TV in 4K unterstützt. Ja. Dass dann endlich die Amazon Video, Prime Video App rauskommt für den Apple TV, so wie es versprochen wurde. Muss heute Abend endlich kommen. Es wurde ja für dieses Jahr versprochen, zumindest dann müssen sie was sagen. Kommt alles. Ob die Fernbedienung, die ich jetzt gerade echt nicht finde, dann auch jetzt vibrieren kann, die neue. Kann ich mir eigentlich, wofür? Vielleicht für Spiele oder sowas, dass ich da haptisches Feedback zurückkriege? Ich weiß es nicht. Vielleicht, was ich wiederum nicht glaube, ist, dass sie ein Mikrofon in den Apple TV direkt integrieren und dann Siri halt fürs Wohnzimmer darüber machen. Nein, auch das mit der Fernbedienung, mit Knopfdrücken. Nee, das wird Apple noch nicht verbandeln. Vielleicht in einigen Jährchen. Aber das werden sie ganz klar für den HomePod vorbehalten, dass die Leute, wenn sie dann, ich sag mal, den Apple TV mit Sprache steuern wollen, sie werden meiner Meinung nach, ist ja alles Glaskugelraten, nicht drum herum kommen, dann in Zukunft ein Apple TV zu haben und zusätzlich noch so ein HomePod im Wohnzimmer oder am besten zwei HomePods im Wohnzimmer zu haben, damit die Stereo haben, die dann vielleicht auch im Verbund funktionieren mit dem Apple TV, dass man dann darüber dann Surround Sound simuliert oder ja, nicht simuliert, sondern richtig kriegt, halte ich alles für möglich. Das war die Hardware, dann kommen wir noch zur Software. iOS 11 kommt endlich raus. Für Smartphone freue ich mich da noch gar nicht so drauf, ne? Wenn es jetzt endlich richtig für alle ist. Ich freue mich einfach nur, dass ich damit auch endlich rumspielen kann. Ich bin ja kein Freund der Betas auf dem Smartphone, weil es muss einfach funktionieren. Da brauche ich auch die Akkulaufzeit, da mache ich keine Spielchen. Wo ich mich aber jetzt endlich sehr drauf freue. iOS 11 auf den iPads. Und ich glaube, mit iOS 11, mit der neuen Daten hin und her schieben, mit der Dateiverwaltung einfach von der einen App in die andere schieben, aus einer Mail in den Ordner, aus dem Ordner in eine Mail, aus einem Office-Dokument wieder in den Ordner und so, dieses Problemlose, was man bisher über, was weiß ich, Apps mit Document 5 oder über verschiedene Clouds oder man hat sich die Dokumente immer per E-Mail geschickt. Das war ja wirklich ein Krampf. So, und da glaube ich, dass mit iOS 11 für viele ein iPod jetzt zum allerersten Mal ein richtiger Rechner sein könnte. Wobei, liebe Schüler und Studenten, wir haben die Diskussion immer wieder. Ich habe immer noch Bauchschmerzen, auch ein iPad Pro als richtigen Rechner oder als einzigen Rechner zu empfehlen, wenn man für ähnliches Geld auch ein Microsoft Surface bekommen könnte oder einen richtigen Rechner. Da bin ich einfach, glaube ich, noch zu konservativ. So, das Video wird jetzt viel zu lang. Das war einfach mal komplette Überlegung, Tipps und was kommen wird. Ansonsten 19 Uhr heute Abend. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt und seid gewarnt. Das Internet, die sozialen Netzwerke werden nicht nur heute Abend, sondern auch die nächsten Tage voll davon von Nachrichten sein. Und ich sage es auch immer wieder, nicht alle Informationen werden heute Abend auf der Bühne vorgestellt. Es wird genug Zeug noch in den nächsten Tagen erst nach und nach von Apple bestätigt werden oder wenn die Journalisten nochmal nachgefragt haben, bis die dann die Antworten haben, was gewisse Features angeht oder so. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann glaube ich, würde ich mir nur eine neue iPhone-Generation... Achso, und ein letztes Ding. Genau. iPhone SE 2 wird es heute Abend nicht geben, meiner Meinung nach. Aus dem einfachen Grund, die Dinger wurden ja sowieso im März letzten Jahres vorgestellt. Das heißt, Apple wird die SEs, es wird nach wie vor SEs geben, in einem kleinen handlichen Format, weil es genügend Leute gibt, die kleine iPhones haben wollen. Wird Apple auch noch weitermachen, wird heute Abend aber nicht vorgestellt, sondern dann erst nächstes Jahr. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!